Arme Eva Benetatu, sie erlebt einen Horrorflug. Auf Instagram berichtet sie ihren Fans von dem schlimmsten Flug in ihrer gesamten Flugerfahrung. So wollte sie eigentlich zusammen mit ihrem Sohn nach Ibiza fliegen, um dort Claudia Obert zu besuchen. Doch dazu kam es dann nicht, wie sie ihren Followern erklärt. Über Ibiza war starkes Unwetter, Flüge wurden gecancelt und verschoben, aber unser Kapitän hat es zum besagten, geplanten Zeitpunkt durchziehen wollen. Erst einmal sind wir eine Stunde über Ibiza gekreist, weil keine Landung möglich war, bis Turbulenzen aufkamen und wir einfach durch die Gewitterwolken durchgeflogen sind. Diese Turbulenzen waren so schlimm, dass Eva Benetatu dachte, unser Leben ist vorbei. Alles weiß, Riesendruck, Luftlöcher. Wir sind an die Decke geknallt. Alle haben geschrien, geweint, gebetet, erbrochen. Schock. Am Ende musste das Flugzeug in Alicante landen, wo sie noch einmal 1,5 Stunden standen, bevor die Türen aufgingen. Für Eva Benetatu ist klar, dass diese Aktion unverantwortlich war.